The Unforgiven. The Unforgiven ist zweifelsohne der kompletteste Song, den Metallica je geschrieben haben. Bob Rock hatte immer wieder angeregt, dass die Band James' Stimme wie ein Instrument behandeln und ihre Songs nicht nur um krachende Gitarre-Riffs, sondern auch um seine Gesangslinien bauen sollte, was entscheidend für die Entstehung dieses Tracks war. 1991 erinnerte James sich: The Unforgiven ist einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Es geht um einen Typen, der bestimmte Situationen nie ausgenutzt und eigentlich nie viel riskiert hat. Später bedauert er, nichts aus seinem Leben gemacht zu haben, deshalb nennt er den Rest der Welt The Unforgiven, das, was er nicht verziehen hat. Viele Songs auf diesem Album haben etwas Schlichtes und es ist uns ziemlich schwer gefallen, sie zu schreiben. 100 Riffs pro Minute Songs können wir jederzeit raushauen, aber diesmal war die Herausforderung, einen einfachen Song zu schreiben und trotzdem scheißfett und dreckig zu klingen. In 5 Minuten demonstriert The Unforgiven, was für eine komplexe und reife Band Metallica geworden waren. Vom knarzenden Gitarrensound, dem mühseligen Alltag der Hauptfigur, führen sie ihr Publikum zu Zeilen von innerer Schönheit und verlorener Hoffnung. What I've felt, what I've known, never shine through in what I've shown. Was ich fühlte, was ich wusste, leuchtete nie auf in dem, was ich zeigte. Hier wagt Hetfields Songwriting einen klaren Sprung ins Unbekannte. In dem Maße, in dem Metallica bei der Aufnahme des Albums die Grenzen ihres Sounds ausdehnen wollten, scheint James zudem wagnisbereit gewesen zu sein, auf eigene innere Gefühle und Ängste zurückzugreifen und sie endlich vor der ganzen Welt offen zu legen. Jeder kennt Augenblicke des Bedauerns und die Angst, am Ende zurückzublicken und sich zu wünschen, man hätte mehr getan. Doch James dreht diese Sichtweise noch ein Stück weiter. Er porträtiert einen Mann, der weiß, dass ihm noch ein paar Jahre bleiben, in denen er die Welt dafür hassen kann, dass sie dazu gebracht hat, sich das anzutun. Dann fragt er seine Hörer: Wie sehr fürchtest du, zu werden wie er? The Unforgiven wird von vielen eingeschworenen Metallica-Fans genauso gehasst wie Nothing Else Matters, weil der Song sich offen zu den kommerziellen Qualitäten der Musik bekennt, im Begriff des Ausverkaufs einer Band. Dabei übersehen die Hardcore-Fans, dass The Unforgiven kein bisschen so klingt, als hätte die Band versucht, eine klassische Ballade zu schreiben. Die Kraft von The Unforgiven liegt in der packenden, melancholischen Atmosphäre, die James beinahe wehmütig klingende Stimme unmittelbar vor dem Einsatz des brachialen zentralen Riffs so vollkommen einfängt. The Unforgiven ist vielmehr Ausdruck des versierten Songwritings, zu dem die Band inzwischen in der Lage war. Außerdem zeigt er, dass James mit seinen Texten perfekt auf der Wellenlänge seiner Zuhörer lag. Wherever I may roam. Im Laufe einer langen Karriere schreibt fast jede größere Band einen Song, in dem sie das Leben on the road feiert. Zum einen sind solche Nummern in der Regel beim Publikum beliebte Live-Hits, zum anderen nimmt das Touren einfach einen so zentralen Platz im Leben eines Rockmusikers ein. Für Metallica, die auf ihrer Damaged Justice Tour insgesamt 275 Gigs absolvierten und bereits eine neue Tournee mit über 300 Auftritten geplant hatten, waren Touren schlicht eine Lebensform geworden. 1992 erinnerte sich Kirk. Einer fing an, über sein Privatleben zu lamentieren. Ein anderer sagte: Na, also ich habe auch Probleme. Und dann gestand jemand Drittes: Also ich verdammt nochmal auch. Das hatte gar nichts damit zu tun, dass wir uns gegenseitig beeinflusst haben. Und wenn wir diese Schwierigkeiten in unserem Privatleben hatten, wurde uns auch jedes Mal klar, wie wichtig jedem von uns die Band als Basis war. Wherever I May Roam ist nicht nur ein Stück, das die Mitglieder der Band miteinander verbindet, sondern wie ein weiterer klassischer Song über das Tourleben, Motorheads We Are The Road Crew, war er auch eine fröhliche Bekräftigung der besonderen Beziehung der Band zu ihren Fans, die mit ihnen unterwegs waren. Bemerkenswert ist dabei auch das Selbstbewusstsein, das die Band demonstriert, indem sie einen Track aufnimmt, der so gar nichts Düsteres an sich hat. Ob Zufall oder Absicht, mit diesem Schritt kappt Metallica die letzten Verbindungen zum Untergrund des extremen Metal. Wie jede andere Rock'n'Roll-Band schrieben auch sie jetzt darüber, dass sie eine Rock'n'Roll-Band waren und keine lärmenden, bedrohlichen Heavy-Metal-Monster. Und wer hätte nicht schon einmal den alten Anti-Helden-Traum zahlloser Sagen und Legenden geträumt? Alles, was man braucht, in eine Tasche zu packen, aus seinem Leben zu spazieren und ein anderer zu werden. Es wundert nicht, dass die Hells Angels den Song weltweit in Konkurrenz zu Motorheads Iron Horse zu einer Art inoffizielle Hymne erhoben haben.
Das begleitende Video zeigt eine klassische Montage von Bildern aus dem Touralltag mit wackeliger Handkamera und privatem Filmmaterial, mit der sich die Band in die Tradition von Bon Jovis Wanted Dead or Alive, Guns N' Roses Paradise City und Mötley Crüe's Home Sweet Home einreihte. Alles Riesenhits auf MTV, die eine Landstreicher-Karikatur des Lebens auf Tour verkauften. Und wenn nicht jetzt, würden es die Leute nie kapieren. Metallica waren dem Mainstream nicht entgegengekommen. Sie hatten gewartet, bis sie der Mainstream wurden. Don't Tread on Me. Don't Tread on Me sollte der umstrittenste Metallica-Song werden. Nach dem Ausbruch des ersten Golfkrieges wurde das Stück von friedensbewegten Linken als Antikriegssong gedeutet. Sie argumentierten, dass eine militärische Intervention unnötig und die amerikanische Entscheidung, Truppen zu entsenden, undemokratisch sei. Schon Metallicas drei Jahre zuvor veröffentlichte Nummer One war als Antikriegshymne verstanden worden. Der neue Song mit dem Titel Don't Tread on Me und einem Intro, das den Song I Want to Live in America aus der West Side Story anklingen ließ, musste doch als klare Nicht-in-meinem-Namen-Aussage verstanden werden, oder? Falsch. Metallicas Zurückweisung der Linken führte zu einem massiven Backlash, weil Medien auf der ganzen Welt den Song plötzlich als eine Art chauvinistischen Kriegstanz interpretierten. James erinnerte sich 92. Als der Krieg ausbrach, sind wir auf keinen Zug aufgesprungen. Die Leute hören in einem Song das Wort Krieg und rasten aus. Wir haben Anrufe bekommen, wir sollten so ein Give Peace a Chance Video machen. Hör mir auf mit Peace. Wenn man mich fragt, glaube ich nicht, dass diese Band wie ich gegen den Krieg ist. Als ich den Leuten das erklärte, sind sie ausgeflippt. Vor allem diejenigen, die wollten, dass wir das Video machen. Der Trend war irgendwie Hippie Crazy Love and Peace mäßig. Doch als wir anfingen, die Iraker zu besiegen, wurden die Leute auf einmal ganz patriotisch. Und ich dachte, okay, solange das Ganze eine große Party ist, cool. Solange unsere Jungs nicht sterben, scheiß drauf. In dem Song kommt zwar das Wort War vor, aber die ganze Zeile geht To secure peace is to prepare for war. Den Frieden zu sichern bedeutet, den Krieg vorzubereiten. Was ein Zitat von 1780 oder so ist. Es geht im Grunde darum, wie die Schlange zum Symbol und Logo des Albums wurde. Don't Tread on Me ist aber ebenso wenig eine Pro-Golfkriegshymne. Und auch wenn US-Soldaten zahlreiche Metallica-Insignien in diversen Schlachten getragen haben, kann man die Band wohl kaum für die Taten durchgeknallter GIs verantwortlich machen. Wie James andeutet, geht der Titel Don't Tread on Me auf das gleichnamige Warnschild mit einem Schlangensymbol zurück, welches das Wappen der berühmten revolutionären Clue Peppers Minutemen aus West Virginia war. Als Hommage an ihren Geist und Ausdruck des Trotzes war der Song gedacht, nicht als Appell zum totalen Krieg. Eine der zentralen Ideen des Clue Pepper Credos war, wie James andeutet, die Vorstellung, dass man Frieden nur durch Stärke sichern könnte. Und ausgerechnet Metallica nach vier Alben voller anti-autoritärem Zynismus der Kriegsverherrlichung zu bezichtigen, klingt schon ein wenig ironisch. James war im Interview mit Spin denn auch eifrig mit Aufklärung bemüht. Auf And Justice for All haben wir uns an die schmutzige Seite gehalten. Wir haben nicht gesagt, Amerika ist scheiße, aber wir haben unsere Finger in ein paar ziemlich hässliche Wunden gelegt. Aber es gibt immer Leute, die diesen Scheiß total übertreiben. Und die können verdammt nochmal woanders hingehen, Mann. Kirk ging im Gespräch mit dem einflussreichen Street- und Skater-Magazin Thrasher sogar noch weiter. Die Nummer gab es schon viel länger, als irgendwer wusste, wer Saddam Hussein überhaupt war. Eine Menge Leute haben sie als Pro-Kriegssong gedeutet, so nach dem Motto, lass uns losziehen und ein paar Ärsche versohlen. Das war ein Riesenmissverständnis, das von völlig falschen Voraussetzungen ausging. Die Leute unterstellen einen schnell irgendwas. Ich bin nicht für den Krieg in irgendeiner Form. Was das angeht, bin ich eigentlich ein ziemliches Weichei. Erneut hatten Vorurteile Metallica in eine bestimmte Ecke gedrängt und wieder hatte die Band sich stoisch geweigert, irgendein Spiel mitzuspielen. Außer das eigene. Einerseits hatten sie oft genug gegen Autoritäten gewütet und das Grauen des Krieges benutzt, um ihre düsteren Soundlandschaften zu illustrieren, sodass ihr Status als Antikriegsband nicht von ungefähr kam. Dass sie diese Vorstellung dann öffentlich zurückwiesen, ließ Metallica plötzlich eher wie ein Haufen sozial-darwinistischer Rednecks dastehen, die sich gegen die Regierungsgewalt in Washington empörten. Vor allem, nachdem noch bekannt wurde, dass Hetfield gerne mit Ted Nugent, einem leidenschaftlichen Republikaner und Unterstützer der Waffenlobby, auf die Jagd ging. Dabei hatte Hetfield in diesem Song nur den Mut des einfachen Mannes feiern wollen, wie er das zuvor schon so oft getan hatte.
So oder so, Metallica waren nicht die ersten und werden bestimmt nicht die letzten Heavy Rocker sein, die keine Gnade vor dem politisch korrekten Urteil der modernen Medien finden. Through the Never. Wenn Through the Never für das Ride the Lightning Album entstanden wäre, hätte James in seinem Text bestimmt einen Komet mit Flammenschweif untergebracht, der auf der Erde einschlägt und die Menschheit auslöscht. In der Master of Puppets-Ära hätte er vielleicht aus der Perspektive eines Wesens auf der Erde erzählt, das den drohenden Untergang in all seiner apokalyptischen Herrlichkeit niederregnen sieht. Doch als er 1991 Through the Never schrieb, hatte Hetfield eine lyrische Reife erreicht, die der Komplexität von Metallicas Musik entsprach und mit der er seine Zuhörer viel direkter ansprechen konnte. Er ging langsam auf die 30 zu und Songs über Blut, Tod und Zerstörung waren mittlerweile ein alter Hut, geschrieben von aggressiven Metal-Kids für andere gleichgesinnte Metal-Kids. In Through the Never erleben wir einen nachdenklichen Hetfield, der über Fragen grübelt, die jeden früher oder später beschäftigen. Wer bin ich? Was mache ich hier? Gibt es im All dort draußen noch irgendjemand anderen? Keine Geschichten von Tod und Zerstörung also, sondern nur Fragen. Auf den ersten Blick scheint Hetfield so etwas wie ein spirituelles Bedürfnis des Menschen gar nicht in Betracht zu ziehen. Eine religiöse Perspektive sucht man vergebens, wenn er den Planeten Erde kühl als Our Home, Third Stone from the Sun, unsere Heimat, dritter Stein neben der Sonne, bezeichnet. Doch zuvor erklingt die erstaunlich poetische Zeile Gazing up to the breeze of the heavens, schaue auf zum Windhauch des Himmels, in der beinahe ein Hauch von Sehnsucht nach einem Zeichen anklingt, dass es doch einen Gott gibt. Aber nachdem er dieses verletzliche Bedürfnis offenbart hat, begräbt James alle Hoffnung unter einem Berg mathematischen Nihilismus. Nach einer Bestandsaufnahme des materiellen Zustands der Welt, die beinahe aus einem physikalischen Lehrbuch stammen könnte, kommt er zu dem Schluss, dass wir auf einem Planeten gefangen sind, der ziellos durchs All taumelt. Fast hat man den Eindruck, dass in Hetfields Seele ungelöste spirituelle Fragen aufeinanderprallen und ein Kampf zwischen Hoffnung auf Erlösung und dem trostlosen Atheismus seines rationalen Vorstands ausfechten. Vielleicht spottet James hintersinnig auch über den Zustand der Menschheit, die ihren Platz in der universellen physikalischen Ordnung kennt und unter der quälenden Erkenntnis leidet, dass ihr spiritueller und religiöser Glauben unbewiesen geblieben ist. Wie dem auch sei, nie zuvor hat der Mensch James Hetfield privatere und philosophischere Lyrics geschrieben.